willkommen zu einem neuen Projekt auf der Provost Map mit dem. Danke. Hallo. Hallo. Und dem. Wie gerade wir es sehen. Hallo. Naja, kann das erste Mal passieren. So, und hier auf den Plakaten seht ihr auch schon, um was es gehen soll. Es geht um Klassik. Ja. Wir machen hier kein Challenge-Projekt, sondern einfach gemeinsames Oldtimer-Farmen. Oldtimer beziehungsweise Youngtimer-Farmen. Und ja, dann gucken wir mal auf die Karte. Ich würde sagen, geht's ans Einkaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wir haben ausgemacht, dass Tiger Farm was kauft und Mikado. Genau, ich muss ja erstmal hier finden. Genau. Perfekt. So, wir haben hier den Hof mit Schafe, Kühe, Hühner und Schweinen. Eine Wiese mit dabei, Feld 7 und Feld 1. Feld 1 mit Weizen, Feld 7 mit Soja. So, that's it. Dann können wir mal shoppen. Genau. Shoppen, shoppen, shoppen. Dann würde ich sagen, würde ich direkt den John Deere einmal mit runter dann bauen. Was habe ich gesagt? Ich nehme den Fiat, ne? Ja. Soll ich kompletter, komplettes Gewicht vorne drauf machen? Ja, wäre gut. Der Fendt hat Fronthydraulik, gell? Der Fendt? Du meinst den Ford? Der Ford, ja. Ja, der Ford. So, ich kaufe mit den Ballenwagen. Mit Polster aus Motorausführung? Wie viel PS? 125. Ja, komm, hau rein. was ich interessant finde, ist, bei diesen Fortschrittwägen kann man überall Pflegebereifung drauf machen, das ist krass. Oh, ihr kauft, ich merk's. Ich kann den Shop nicht angehen hier. So, ich hab jetzt dann noch den Ballenwagen gekauft. Ihr shoppt. Gott. Kann nicht sein. Achso, und wir haben hier. Oh ja, das leckt ein bisschen. Naja. Oh Gott, was war das jetzt? Wenn ihr attaching. Yay. Genau, wir müssen nämlich hier. Warte mal, bleib mal stehen. So. Das wäre auch ein bisschen mies, wenn hier einer so wegfährt, dann kann man einfach mal so machen. So ungefähr. Alter, was hast denn du für Reifen drauf? Ja, Reifen. Fährst du in den Krieg? Ja! Ja, na klar! Hier den ersten Schaden verursacht. So, das gibt Kosten. Was kaufen wir uns denn noch? Also ich würde mir noch das. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber hier bei dem John Deere steht, dass er bei dem Frontlader den FZ60 drauf machen kann, aber das ist der größte Frontlader. Ja, der das John ist nicht schlecht, denn ist schon ein bisschen hoch. Guck halt, dass ich glaube, dann soll ich doch lieber den FZ30 nehmen, oder? Ach ja, Tiger Farm, du bitte auch noch einen Frontlader gleich mit mir. Ja. Ich habe schon mal hier einen Frontlader gekauft. Was soll ich nehmen als vorne dran? Eine Schaufel. Nein. Und Ballen. Was soll ich da nehmen? Egal, kauf beides. Ja, wir brauchen beides. Mit. Ich kauf mal hier noch einen Pflug. Den kannst du dann, Mikado, mitnehmen. Mhm. Oh Gott. Ja, ich merke, er kauft. Und dann noch einen Anhänger. Ich kann ja den Shop nicht benutzen. Warum nicht? Weil es dann so kurz bei mir hängt. Nee, kauft. Oh wow. Komm. Die Gabel da hängt in meinem Gewicht. Oh wow. Oh nein. Ach, oh, wow. Das passt. Warte, ich hab eine Idee. Ich kauf mal noch den Gosa-Anhänger. Gosa? Ja, der hat 20. Warte, den kann man auch als Ballenwagen nehmen. Ja, siehst du, hat doch schon. Warte mal, habe ich jetzt ernsthaft zweimal einen Ballenspieß gekauft? Du so fragst. Ich hab nichts gemacht. Guck mal schnell alle Wände. Ich würde gern. Guck mal da.
Ich würde gerne dieses Weiß, dieses Grün von John Deere, das Blau vom Ford und das Orange vom Fiat so als unsere Hauptfarben nehmen. Also dass wir gucken, dass es die anderen Fahrzeuge, wenn möglich, auch in den Farben sind. Ihr kauft. Oh Gott, was war das denn jetzt gerade? Hast du mich hier rumfliegen sehen? Nee, ich bin im Shop. Oh nein. Alles ist hier komisch. Soll ich noch eine Ballenladewagen? Die Schaufel ist umgedreht, kacke. Ballenladewagen wollte ich gerade auch kaufen. Oh nein. Witzig, du kaufst den jetzt gerade. Nee, ich hab noch nicht. Jetzt hast du sie gekauft. Naja, immer noch nicht. Jetzt. Ah. Oh oh. Was brauchen wir noch? Also ich fahr schon mal zum Hof. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Mähwerk, würde ich sagen. Ja. Dann, Moment, Tiger Farm. Ja. Hast du was vorne dran? Gewicht und Frontlader. Ah. Hast du keine 3-Punkt-Aufnahme? Wie? Doch, hab ich. Okay. Und ja, ich hab nur diesen Ladewagen noch mit. So, ja, das ist jetzt natürlich kacke. Die Universalschaufel wurde einmal umgedreht. Ja, das müssen wir halt dann gleich noch. Die müssen wir dann gleich noch umdrehen. Ja, du müsstest trotzdem drankommen. Ich hänge jetzt erstmal den Ballenspieß dran. Also, jetzt mal ganz im Ernst, wieso hängt's bei mir manchmal? Guck dir das an! Ich bin gerade einfach hier rumgeflogen bei mir. Warum hast du den Ballenspieß nicht auch in Grün gekauft? Ei, weil das sonst vielleicht komisch aussieht, wenn er das dann nimmt und es dann grün ist. Bist du schon ganz unten? Ja, das passt. Guck. Hallo. Das hab ich gesehen. Ich warne sie. Ich zeige sie an. Also soll ich jetzt im Blut mitnehmen? Ja. Okay. Na, ich guck mal, ob ich den Ballenladewagen da noch hinten dran kriege. Normal müsste es gehen. Ich muss und? Sagen, meine Rückfahrskills bei mit Drehschemel sind deutlich besser geworden. Ja? Ja, habe ich schon das gesehen. Ja, bei mir eigentlich auch so. Seit dem LS17er so ein bisschen schon. Oder so, generell halt. Wir fahren hier bloß 25, aber beim Fiat ist das Geile, der hält immer seine Geschwindigkeit. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe gerade 1500 MS. Das ist doch nicht normal. Kann mir keiner erzählen. Ist meine Verbindung so scheiße zu euch? Oder eure Verbindung zu mir? Ich weiß es nicht. Also ich habe gerade 50 MS ungefähr. Okay. So, ich weiß den Weg auswendig und ich würde sagen, ich glaube, als Challenge machen wir so, wir dürfen die Karte, oder was heißt als Challenge, wir machen einfach die Karte weg und oben das, was man halt so machen, wo dann gezeigt wird, was man dann drücken muss und so. Und so, immer in der Ego-Perspektive fahren. Ego. Außer wenn es mal ganz schwer wird. Ja, aber Feldbearbeitung mache ich nicht in Ego. Ja, nee, aber wenn es jetzt so auf der Straße und so, das meine ich. Ja, das mache ich auch meistens. Da gehe ich. Für mehr Realismus. Obwohl wir das eigentlich auf dem Feld auch machen müssten, weil sonst wäre es ja nicht realistisch. So, wir hatten noch überlegt wegen den Tieren. Entweder, also generell wollten wir hier auf jeden Fall Kühe machen. Oder? Ja, Kühe auf jeden Fall. Wo hast denn du die Sachen hingestellt, Tiger Farm? Ich habe da oben durch diese Durchfahrthalle den Sammelwagen hin. Also oben. Dann ja, oben. Oh. Ich find's immer noch so komisch, dass einfach alle dieses ganz normale Hupen haben, ey. Das ist schon ein bisschen doof. Ja. Jeder hat dieses standardmäßige Hupen, dieses Piep Piep. Das ist keiner so. Alle immer nur dieses kleine Geräusche. Wo hast du denn jetzt hin? Oh, oh. Oh nein. Warte. Ich höre schon wieder. Es leckt. Oh Gott. Wieso? Hier oben.
wo ich jetzt bin. Hinterm Haus. Ja. Wo bin ich gerade? Im Kuhstall. In der Einfahrt des Kuhstalls. Schön. Was hast du da drin stehen? Ball. Kann ich jetzt auch mal was tun? Jetzt sag mir nicht meinen Spielstütz ab, ey. Ah, boah. Gut. Geht doch wieder. Also manchmal ist das echt kacke irgendwie gerade. Du kannst den Pflug vorne schon beim Eingang vom Hof abstellen. Bei dem Eingang vom Hof? Ja. Bedeutet, welcher Hof? Jeder hier? Direkt hier vorne? Ja, da ist direkt neben, wenn du reinfährst, links ist eine Halle. Oder wenn man reinfährt, links, ach, in diese Halle. Ach so. Was brauchen wir noch vom Händler? Einen Wender. Und eigentlich auch einen Schwader, aber einen Schwader habe ich keinen alten gefunden. Die Wände haben wir. Ja, Schwader. Ich glaube, Schwader gibt es da schon einige, aber ich glaube, wir könnten da auch einfach den ganz normalen hier nehmen. Den Pöttinger. Ich meine, der ist jetzt zwar nicht alt, aber es ist halt auch nicht so einfach wie. Nicht so. Dieser Glaswender, ne? Ja. Ja. Früher stand immer überall Zetter. Ja, das fand ich viel besser. Ja, fand ich auch irgendwie besser. Ich weiß nicht, wieso die das geändert haben. Oder was ihnen das jetzt gebracht hat, dass sich das geändert hat. So soll ich eher. So, ich habe den ersten Anhänger rückwärts eingeparkt, per Ego-Ansicht. Ich auch gleich, pass auf, hier. Und, pass auf, abkuppeln. Ach nee, warte mal, ich muss herausstellen. Das zählt als Anhänger. Man muss es anhängen, also ist es auch ein Anhänger. Anhängen. Anhängen. Ja. Drehschemel ist die Herausforderung. Ach, was willst du schon? Über Drehschemel. Wir brauchen noch ein. So, soll ich nochmal zurückfahren? Ja, wir müssen irgendwie auch noch Tiere kaufen. Tiere? Tiertransporter. Ach. Ja, stimmt. Tiertransporter, oder wollen wir das einfach so direkt hier kaufen? Eigentlich würde ich sagen Tiertransporter. Und den Joskin-Trailer. Soll ich dann die Tiere holen? Ja, kannst du gerne machen. Stimmt, bitte. Wo sind die eigentlich? Ja, stimmt, der von Joskin, der ist sehr leer. Ja, gut. Ja, gut, dann ist sonst noch was am Shop? Den Tiertrailer vielleicht einfach nur mieten, oder? Nee, komm, wir kaufen den, wir haben genug Geld. Wo soll ich den Zettel hinstellen? Hinten da, wo deinen Anhänger rein hast. Ist noch was am Shop, oder? Ja, wir müssen schon noch ein bisschen was kaufen. Ja, was soll ich denn noch holen? Wir können auch zusammen mal kurz Tiere holen gehen. Also mietet sich, einer kauft sich einen Tiertransporter und der Rest, dann mieten wir uns noch zwei Stück. Weil sonst kommen wir ja nicht vorwärts mit den Tieren. Oh, ganz gemütlich hier durch die Gegend. Warte, haben wir eigentlich alles an oder haben wir Kalk und Unkraut wieder aus? Unkraut sollte an sein und Kalk ist aus. Weil wir haben auch noch keinen Kalk Streuer. Das stimmt. Ja. Okay. Dünnstreuer haben wir und Pflanzenschutz können wir auch. Stimmt, da können wir auch noch gleich noch was kaufen. Die LKWs. Was sind die LKWs hier? Die LKWs sind auch eigentlich gar nicht mal so übel und die lassen sich schnell ausklappen. Zumindest der Düngerspritz-LKW. Die könnten wir mal kurz kaufen. Hat der Joskin eine Kugelkopf oder Deichsel? Weiß ich nicht. Ich glaube, einen Kugelkopf. Ja, ich glaube. Wir könnten mal gucken, ob. Warte, ich guck mal. Kann man das hier nicht sehen? Warte, reden wir jetzt von dem Tiertransporter? Ja. Nee, der hat keinen Kugelkopf. Der hat so ganz normal. Bleibt der mitten in der Straße stehen, hey? Ja, Entschuldigung. Hier. Oh oh. Wo bin ich bei dir, warum, ne? Ich stehe jetzt am Shop. Wo bin ich? Der Fend paste hier rein wie gestört. Das ist kein Fend, das ist Fort. Ich sage immer Fend, der Fort, ja.
Also. Ich finde das immer noch unmöglich, wie es einfach bei mir so ein 1000er MS. Ah, wir haben den LKW als Miststreuer. Ich kaufe jetzt den Tiertransport. Gut, dann kaufe ich mal den Flüssigdinger, Tippi. Warte mal, kann der auch Pflanzenschutz? Ich kann nichts machen. Falls ich irgendwo gegenfahre, tut mir leid. Ich kann einfach immer noch nicht kommen. So, warte mal kurz mit dem Anhängen. Ne, der hat kein Ding. Oh, oh. Aber der LKW kann leider nichts anhängen, schade. Hier, ich könnte doch mal hier den. Warte mal. Häng noch mal ab. Weil mit dem LKW wären wir schneller unterwegs, um die Tiere zu. Ich glaube, 6 Tiere würden erstmal reichen. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Stimmt, vielleicht sollten wir auch erstmal. Hast du den Anhänger gekauft? Ja, den habe ich gekauft. Hallo, bleib mal stehen. Ich wollte gucken, ob der Anhänger hier hinten dran passt. Oh. Bleib stehen. Der Anhänger kann da hinten nicht dran. Der hat aber eine Aufnahme. Da kann er aber, glaube ich, nicht dran. Ich werde das mit dir. Ja, geht nicht. Geht nicht. Schade. Vor allem, wo hat er denn deine Aufnahme? Oben. Guck mal von der Seite ein bisschen. Oh, der leckt schon wieder. Ich kann nichts machen. Oh Gott. Ah, der Bus hört mich. Oh. Du hattest den Anhänger jetzt gekauft, gell? Ja. Dann lassen wir den vielleicht erstmal im Hof stehen, bis wir. Ich kann nichts machen, es tut mir leid. Jetzt hat er die Ballen, den Ballen. 1000 MS. Leute. Hallo, hier liegt noch eine Schaufel rum. Ja, stimmt. Aber warte, die müssen wir erst zurücksetzen, weil die liegt nämlich, oh Gott. Nee, normal kannst du die trotzdem irgendwie nehmen. Weißt du? Ich kauf mal Flüssigdünger. Nee, Pflanzenschutz machen wir hier rein. Wie viel passt denn da rein? Soll ich den gleich schon mal anfangen zu mähen? 6000. Den Mähwerk, oder soll ich das erst auch mal hinstellen? Ich würde sagen, achso, was sagen die Felder? Nee, eigentlich können wir mähen. Oben das. Weil oben die Wiese, die könnte ich ja mähen. Ja. Je nachdem, wenn mein MS-Zahl mal sagt, och Nico, du darfst auch mal was machen, dann könnte ich das gerne machen. Aber wenn sie weiterhin sagt, ne, darf ich nichts machen, 1000 MS hier, bitteschön. Vor allem, das sieht bestimmt in der Aufnahme oder in der Folge sieht das bestimmt sehr lustig aus. Wie ich dann einfach überall Strecken dran vorbeifahre. Oder ich umfahre. Nee, das geht eigentlich. Nächste. Dann stelle ich den Tiertransporter erstmal an den Hof, ne? Ja. Vielleicht unten rein, oh, hinter den ja. Hühnern irgendwo. Ja. Kriege ich schon hin. Also kaufen wir jetzt als erstes Kühe oder Hühner? Kühe oder Schaf oder Schwein? Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir für Kühe alles parat machen. Und dann kaufen wir uns Kühe. Warte, du hast jetzt auch bei Ballentechnik hast du den jetzt auch da reingenommen, ne? In den Ladewagen? Ach stimmt, das brauchen wir auch noch. Wir brauchen noch einen Rumpf oder eine Ballenpresse. Die Ballenpresse von John Deere, die hast du ja dann reingetan, ja. Ja, wobei die von Sport Fortschritt ist eine Quaderballenpresse, ja? Ja, die ist eine Quaderballen. Ja, aber dann bräuchten wir auch schon wieder, um Silage zu machen, bräuchten wir dann. Obwohl, warte mal, hier für Silage zu machen haben wir den gar nicht drin, ne? Für Rundballen. Brauchen wir sowieso den. Brauchen wir auch nicht. Silage können wir normal herstellen. Ja, aber ich glaube. Alter, was ist mit dem Essen? Ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn man das so macht. Halt mit den Ballen. Und es geht halt auch viel schneller. Stimmt, wir müssen noch ein Silo platzieren, weil wir haben gar keinen. Ah, stimmt. Soll ich das auch platzieren? Halt, stopp. Das Silo ist schon am Hof. Das ist ein internes Silo schon da. Wo ist das? Ach stimmt, aber wo ist denn das? Das hat fast eine halbe Million Liter. Das ist nee, ich meinte ein Fahrsilo. Haben wir nicht. Ach so. Ich könnte ja mal gucken, warte mal, ich stelle mich mal hier neben hin, ich stelle mich nicht wieder mitten in den Weg. Warte, warten Sie, ich war mal kurz zurück. Ja, sie können vorbeifahren.
Immer diese Blockierer hier. Immer diese Leute, ey. Die immer anfangen zu rufen. Ich dachte, du wolltest anfangen zu mähen. Aber das können wir in der nächsten Folge machen, weil... Ende Gelände. Vorbei. Ja. Ja, dann warte, zum Abschluss Gesundheit. Zum Abschluss platziere ich noch das Obstlos, oder? Ja, aber nimm eine schöne Fläche. Dann ist die Frage, wo ist denn die schöne Fläche? Warte, ich laufe mal gerade hin, wo Platz wäre. Hier unten irgendwo. Die ganzen Frontlader-Geschichten einfach hier zum Regal, wo ich... Warte mal. Dieses Objekt liegt einem anderen Objekt. Warte mal, hier konnte ich es gerade hinplatzieren. Da, warte. Oh, nicht wahr. Also, du kannst es doch nicht so rum platzieren. Ja, anders kann ich es nicht platzieren. Da steht dann, du besitzt dieses Land nicht. Aber so ist doch doof. Wie willst du denn da reinfahren? Oh. Vielleicht von der Seite? Ja, vielleicht. Oh. Ja, dann probiert ihr doch mal, dann macht das mal weg und dann probiert ihr das mal dahin zu platzieren. Dann steht da, dieses Land gehört euch nicht. Warte, dann kaufe ich die Wiese dann noch nicht. Und außerdem kann man hier trotzdem noch reinfahren. Soll ich die Wiese dann nebenan noch kaufen? Ah ja, kauf die noch. Aber dann muss das wieder weg. Und ich guck mal gerade wegen Silo. Ich würde auch gleich direkt das mittlere nehmen. Warte, dann verkaufe ich das. Ja. Hier passt du auch hin. Hä? Hat mich. Ehrlich? Ich habe jetzt gerade einen Silo verkauft, aber irgendwie. Anscheinend hatten wir schon mal einen. Hä? Warte mal. Ist das ein Bug? Was? Oder. Warte mal. Die Textur bleibt. Ah, jetzt. Nein, bei mir war das Fahrsilo noch da. Ja, bei mir. Deswegen. Auch. Also, ich nehme mal. Warte, dann probiere ich es nochmal anders. Warte mal. Vielleicht darf ich das platzieren, dann. Ja, komm, platziert los, bevor ich mich angemeckert habe. Ihr könnt es auch einfach hinter die Halle platzieren. Ja, ich probiere. Auf die Wiese. Aber das mittlere Doppelfahrsilo. Das mittlere Doppelfahrsilo? Auf welche Wiese? Hinter die Halle. Was willst du denn machen? Ich würde schon das kleine nehmen. Bei den Hühnern? Nee, ganz unten. Oder warte, wo sind die Hühner? Ne, ganz unten, da wo Mikado gerade platziert hatte, ist dann noch das eine Hallenteil und hinter die Halle dahinter. Auf die Wiese. Okay. Oh, hä? Ist das jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Was ist denn das? Wieso habe ich immer 1000 MS? Das ist doch doof. Jetzt hänge ich hier in den Schuppen drin. Das war gar nicht das Less Leveling. Ah, das glaube ich gar nicht drin, kann das sein. Ich dachte, wir hätten das drin. Nee, haben wir nicht. Also nächstes Mal müssen wir hier noch einen Weg anlegen. Und ich hätte gern auf jeden Fall hier noch einen Weg rum. Vorne rum und andere Seite. Aber das gibt's dann morgen zu sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen und bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao. Tschüss.